So, moin! Ich bin gerade auf dem Weg und habe was Schönes abgeholt. Und zwar eine Wiesenschleppe vom Kumpel von meinem Vater. Soll wohl angeblich ein Eigenbau von einem Mitarbeiter von Rabe sein, deswegen auch ein Rabe-Farben. Kann ich nicht bestätigen, kann ich nicht dementieren. Ja, auch der Anhänger ist von dem. Ja, und dann werden wir jetzt mal die Tage so ein bisschen Wiesen wieder gerade machen. Bei uns unten in dem, ja, ich würde fast sagen, in der Sumpfwiese. Da muss ich mal schauen, ob ich da mit dem Grubber einmal durchgehe, wo wir die Ballen stehen hatten, dass wir die ganzen Fahrspuren da rauskriegen. Aber auch da kann ich erst in ein paar Wochen fahren, weil das immer noch so derbe nass ist. Da bin ich noch nicht mit dem Fahrrad durchgefahren, da bist du schon mit dem Fahrrad versackt. Deswegen, das geht da noch gar nicht. Aber jetzt hier am Stall, die Wiese, die wir da haben, die werden wir da auf jeden Fall mitschleppen. Und dann vielleicht noch bei meinem Onkel die eine. Dann haben wir die auch wieder schier fürs Frühjahr. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich letztes Jahr im Herbst schon so wegen den Spritpreisen gemeckert habe, da wünscht man sich die ja heutzutage schon fast zurück. Hab den jetzt auch neulich getankt für 78 Euro bei uns an einer Dorftankstelle und ja, nicht mal 40 Liter reingekriegt. Das tat echt weh. Ja, da haben wir die Wiese direkt in der Autobahn. Vorne ist hier der Hof. Wird wahrscheinlich jetzt demnächst auch auf uns überschrieben, wenn wir alles mal in trockenen Tüchern haben. Gab viel Ärger mit den Behörden und hin und her. Naja, jetzt sind wir in den letzten Zügen. Und ja, auf jeden Fall die Wiese werden wir als erstes schleppen. Ich weiß nicht, ob ich das mache oder der Gerd. Mal schauen. Die Wiese beim Onkel werde ich auf jeden Fall schleppen. Da mache ich dann definitiv noch ein Video drüber. Und ja. Da ist schon der Herr Vater mit unserer selbstgebauten Ackerschiene mit Kugelkopf. Da mit meinem Lieblingsarbeitskollegen zusammen geschustert. Moin! Gleich wieder schimpfen, der haut schon wieder die ganze Zeit mit dem Fuß auf den Kuckuck. Hat denn einer von Rabe Werke gebaut? Sieht aber auf jeden Fall sehr original aus eigentlich, ne? Also, weiß nicht. Jetzt fast gesagt, es ist original. Oder vielleicht aus dem Grubber umgebaut. Weil hier ist ja auch ein Typenschild drauf, ne? Meinst du einen selbst draufgeklebt? Genau. Mach du mal, ich film. Ja, so, wir haben jetzt ein paar Tage nach dem letzten Videoschnipsel. Unser Gerd
der hat jetzt hier schon fleißig die Wiese am Hof geschleppt. Und ich fahre jetzt weiter ins Nachbardörfchen und mache da noch eine kleine Fläche wieder schier. Ja, so, hier sind wir jetzt erstmal auf der Fläche. Ist was Kleines, Feines. Hier hat Vater meistens seine Schafe und Ziegen stehen. Das wird auch nicht geheult. Aber hier sind halt mega viele Mauervögel, die wir jetzt mit der Schleppe hier wegbearbeiten. Auch funktioniert soweit ganz gut. Ich habe jetzt natürlich leider nicht meine GoPro hier dabei, meine Ape-Man. Sonst könnte ich noch ein paar Action-Cam-Videos machen, aber den habe ich jetzt natürlich leider vergessen. Das Gros ist jetzt erstmal abgeschleppt an Maulwurfshügel und Unebenheiten. Ja, hier hinten unter den Obstbäumen, da konnte ich natürlich jetzt nicht so gut hinfahren. Aber die Fläche da hinten, die ist jetzt erstmal wieder schön eben. Das sieht dann auch gleich ordentlicher aus. Weil das ist hier auch eine Fläche, da sollen die Schafe halt drauf, damit das immer schön abgegrast ist, so als Landschaftspflege. Und dann ist das natürlich echt kein schöner Anblick, wenn dann alles hier voll mit Maulwurfshügel und ja, wie so eine Mondlandschaft ist. Das sieht ja nicht gut aus. Aber ich denke mal, das soll wohl so erstmal reichen auf der Fläche. Ja, Fahrbarkeit ist hier jetzt unten in unserer Moorwiese, sage ich mal. Soweit ganz gut. Das ist auch schon halbwegs abgetrocknet. Da fahre ich mal die Tage mit dem Tiefengrubber durch. Den leihe ich mir mal von meinem Onkel. Und dann schmeißen wir hier vielleicht ein bisschen Grassaat drauf, dass das wieder schön nachwächst zum Sommer hin. Und jetzt versuche ich mal hier ein bisschen zu schleppen. Hier kann ich auch besser filmen. Hier ist freie Fläche. Da fährt sich das mit dem Telefon in Hand deutlich besser. Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob der immer noch da liegt. Da lag jedenfalls letztes Jahr noch so ein Stück Draht, dass man sich das damit reinzieht. Ja, und so ganz auf die letzte Naht fahren tue ich auch nicht gerne. Dann lasse ich, ja, hier sind zum Beispiel Pfähle. Da machen sich jetzt die LED-Scheinwerfer richtig bezahlt. Auch wenn es nur billige aus China sind, aber die taugen. Graben lang. Regen wieder mal den Grund. Kann man ja mal ein bisschen hier Soundporn machen. Jetzt hier noch mal gerade die Fläche halbiert. Da muss ich gleich nicht ganz so viel rangieren. Kann ich immer schön ausheben. Einmal gerade versetzt fahren. Und dann. Oh.
werde ich das Ganze gleich versetzen. Jetzt mal hier vorne und da hinten in der Ecke, da sind die trockensten Stellen. Da fährt man auch nicht ganz so viel kaputt. So. Kann hier immer schön gerade fahren, muss nicht mal vorwärts und zurücksetzen. Fährt sich das deutlich angenehmer. Okay, Malheur. Da hat's gerade einen Bolzen weggehauen. Ja, finde ich natürlich jetzt nicht wieder. Also ist erstmal Feierabend für heute. Ja, so ein Ärger. Ja, neue Schraube reinmachen. Ist drüben auch nur drin. Ja, den vielleicht noch mal ein bisschen gerade biegen wieder. Ja, blöd gelaufen. So, die Schleppe läuft jetzt wieder, war jetzt gerade noch beim Onkel gewesen, der wohnt hier nebenan direkt, haben wir noch kurz geschnackt und dann einmal eine große Scheibe angefertigt aus einem Stück Stahl, große Maschinenschraube, eine 14er durch und jetzt lüpft das Ding wieder, kann ich das mal doch noch fertig machen.